Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Mit der XG-Kabine hat DAF Trucks die Latte für den Wettbewerb ziemlich hochgelegt. Und mit der Efficiency Champion Ausstattung sollen die Raumwunder aus Eindhoven besonders sparsam mit dem Kraftstoff umgehen. Eines der ersten Fuhrunternehmen, die das Effizienzmodell angeschafft haben, ist die Spedition Hennenkemper aus Wuppertal. Der Truck Insider hat den Fahrer getroffen, der mit dem brandneuen Modell unterwegs ist. Hallo, mein Name ist Gerd Ruther. Ich bin seit über 30 Jahren Berufskraftfahrer. Ich fahre jetzt seit einer Woche diesen DAF XG in der Effizienz Champion Ausstattung. Ich möchte euch jetzt einladen, mit mir in den neuen DAF einzusteigen und dann werde ich euch mal einige von den neuen Features zeigen, die dieses Fahrzeug hat. Doch bevor es um die für den Praktiker wichtigen Dinge geht, haben wir uns die einzelnen Elemente des Effizienzpakets angeschaut. Klar, dass der XG mit einem großen Spoilerpaket an den Start geht und natürlich hat dem DAF auch rollwiderstandsoptimierte Reifen, den vorausschauenden Tempomaten Predictive Cruise Control und eine leistungsstarke Motorbremse spendiert. Doch für Bernd zählt vor allem eines, die Übersicht nach draußen. Durch dieses Fahrhaus, was wir jetzt hier haben, was ja im Innenraum auch größer ist, habe ich natürlich auch eine viel bessere Sitzposition. Dadurch habe ich hier auch in diesem Fahrzeug eine sehr gute Rundumsicht. Dazu trägt auch eine Lösung bei, die dem toten Winkel den Schrecken nimmt. Bernd ist davon ziemlich angetan. Eines der Features, die dieses Fahrzeug hat, ist das Kameraspiegelsystem mit dem großen Vorteil dieser Corner View. Und dann drehen wir eine Runde. Bernd erzählt während der Fahrt, was ihm an dem Fahrzeug gefällt und was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Hier dieses Fahrzeug verfügt über 480 PS. Was ich für mich als Fahrer eigentlich als ausreichend empfinde, da wir uns aber hier auch im bergischen Bereich befinden, wird es vielleicht noch den einen oder anderen geben, der sagt, ich setze lieber noch eine kleine Schippe mehr drauf. Natürlich wollten wir auch wissen, wie der XG im Vergleich zu seinem Vorgänger abschneidet. Und tatsächlich hat sich einiges bei der Abstimmung der Automatik getan. Wenn er die Steigung merkt, dann schaltet er sofort runter. Wenn er merkt, er ist sowieso auf der Geraden, dann schaltet er auch automatisch direkt sehr hoch. Zeitlich, also meiner bräuchte dann jetzt länger für. Das ist nicht der einzige Unterschied. DAF hat sich bei dem Efficiency Champion nämlich vom Retarder verabschiedet und setzt stattdessen auf eine verstärkte Motorbremse. Trotzdem ist dieses Motorgetriebe, dieser Antriebsstrang, da hat man auch schon einiges geändert gegenüber dem Vorgänger. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist jetzt, habe ich das erste Mal, der hat ja keinen Retarder, der hat diese verstärkte Motorbremse. Muss man sich dran gewöhnen, weil natürlich, wenn man ihn zieht, ein bisschen später kommt man zu einem Retarder. Aber er hält das Fahrzeug auch bei gutem Gewicht. Wenn ich so 23, 24 Tonnen habe, wenn man mal ziehen muss, dann macht er das auch. Hält er auch. Und noch etwas ist ausgesprochen angenehm. Die Geräuschdämmung im DAF XG ist wirklich gut. Das zeigt sich im Fahrbetrieb genauso wie während der Pause oder der Übernachtung. Sobald man hier in diesem Fahrzeug die Türe zu hat, ist es wirklich sehr ruhig hier. Und auch, wie gesagt, ich höre also nachts eigentlich keine Geräusche, was sich draußen abspielt. Im Gegensatz, wenn ich das vergleiche mit dem Vorgängermodell, ist das hier schon sehr ruhig drin, was auch sehr angenehm ist. Bleiben nur noch die neuen bzw. erweiterten Assistenzsysteme, mit denen seit diesem Sommer jeder neue LKW ausgestattet sein muss. Bernd findet die technische Unterstützung prinzipiell gut, aber er sagt auch, ich muss nicht alles haben, weil was mit diesem Müdigkeitswarner, das hätte man, gerade wenn man nachts fährt, der springt sehr stark drauf an. Und selbst wenn man nach seiner Pause nach 9 Stunden oder 11 Stunden losfährt, nach einer halben Stunde fängt er schon wieder an, Alarm zu schlagen, man muss eine Pause machen und rund. Mit den anderen Assistenzsystemen, die er hier so hat, kann man wirklich gut mitarbeiten. Das passt auch wirklich alles.
Nur wie gesagt, halt mit diesem, der Müdigkeitssensor, da hätte man. Oder er musste vielleicht anders eingestellt werden. Dass er eine Mischung aus Fahrzeit, wie man als Fahrer dann unterwegs ist in der Zeit, was er sich dann so nach 2 Stunden anspringt, dich daran erinnert, der macht doch mal vielleicht Pause. Doch abgesehen davon ist Bernd von seinem neuen Truck begeistert. Allerdings hat er sich auch intensiv mit dem Handbuch beschäftigt, um alle Feinheiten kennenzulernen. Und das trägt Früchte. Wir bleiben dran. Bis dann. Ihr wollt in Sachen LKW und Co. immer auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniert unseren Kanal auf Facebook und auf YouTube. Wir freuen uns über Likes und Kommentare.